Wenn die meisten von euch an Korea denken, denken die vielleicht an das. Aber was, wenn ich euch sage, dass Korea nicht nur das ist? Glaubt mir nicht? Dann bleibt auf jeden Fall dran und seht einfach selbst. Ja, wir sind jetzt hier in So wird es gedacht. Ja, wenn ihr das letzte Video nicht gesehen habt, da sind wir nämlich mit Vietnam Airlines hierhin geflogen. Einfach rechts oben auf die Infobox klicken. Ja, erstmal müssen wir natürlich in die Innenstadt und das geht am besten mit dem Airport Express, mit dem Zug. Karte scannen, nicht vergessen. Und ja, das dauert auch nur knapp eine Stunde etwa. Und dann seid ihr auch direkt bei Hauptbahnhof von Seoul Station. Ja, und da steigen wir einfach mal um, denn wir fahren jetzt erstmal zum Hotel und checken da jetzt erstmal ein. Ja, scannen nicht nochmal vergessen. Ja, das Hotel ist ziemlich in der Nähe vom Design Plaza. Nur ein kleiner Fußmarsch. Und ja, kleine Roomtour jetzt, würde ich sagen. Erstmal Tür auf. Ja, das Bad. Und Karte rein nicht vergessen, damit wir auch Strom haben. Ja, sieht eigentlich ziemlich fresh aus. Wir haben auch hier Wasser und einen Blick auf die Straße. Was wir auch haben, ist Kaffee und einen Kühlschrank, der leer ist. Also keine Angst, wenn ihr kleine Kinder habt, die gegebenenfalls die Minibar ausräumen könnten. Dann haben wir im Bad noch auch so ein paar Amenities. Ja, ziemlich fresh, auch ein Föhn und ein Spiegel. Dann gehen wir abends hier nochmal nach Myeongdong. Das ist einfach nur ein paar U-Bahn-Stationen entfernt und dann sehen wir uns morgen wieder. Annyeonghaseyo, Leute. Und ja, Tag 2. Nice Frühstück erstmal. Könnt ihr einfach ganz easy im Convenience Store hier kaufen. Und dann fahren wir jetzt erstmal Richtung Gyeongbokgung Palace. Ja, dazu könnt ihr ganz einfach die U-Bahn nutzen. Ist ziemlich günstig und auch ziemlich einfach hier. Ihr dürft halt nur nicht das Chippen vergessen. Ja, und dann stehen wir jetzt auch nicht vor, aber ja, der Palast hat leider zu. Also gehen wir einfach mal ins Nationalmuseum. Das ist komplett kostenfrei und ist auch ein paar deutsche Sachen. Im Nationalmuseum, ja, das ist halt gefühlt eigentlich alles über die Geschichte von Korea. Auch hier bisschen K-Pop und so. Weiß nicht, das geht irgendwie zwar auch bis 1900 irgendwas zurück. Gut zu wissen, denke ich mal. Oben habt ihr da eine wunderbare Aussicht über das Haupttor vom Palast. Und dann gehen wir auch wieder runter. Dann gibt es ziemlich in der Nähe auch noch diesen kleinen Kanal hier, eine kleine Erfrischung vom Großstadtleben, könnte man sagen. Der liegt ziemlich in der Stadt, würde ich mal sagen. Und ihr könnt auch hier schön über diese Steine laufen. Passt einfach nur auf, dass ihr euch nicht auf die Fresse legt und da reinfallt. Wäre ungünstig, wenn ihr keine Wechselklamotten habt. Ja, ich habe es aber geschafft und habe mich da zum Glück nicht reingelegt. Auch ein paar Fische hier, Wasser ist ziemlich sauber und hier chillt auch ein Storch oder Kranich, ich habe keine Ahnung. Ja, wir laden dann nochmal schnell unsere T-Money-Card auf, denn wir fahren jetzt
südlich des Han Rivers nach Gangnam. Und vielleicht kommt euch der Name irgendwie bekannt vor. Ich kann euch sagen, warum. Oppa Gangnam Style. Wer vielleicht öfters mal in den sozialen Medien chillt und nach Seoul sucht, bekommt vielleicht diese Bilder. Hier ist die Starfield Library, sieht sehr fresh aus und ist ein ziemlich guter Fotospot. Ja, ich finde, das sieht echt krass aus, vor allem wie hoch diese Regale sind. Ja, dann haben wir in diesem Center auch noch ein Aquarium und natürlich diese Statue. Für uns geht es zu einer anderen Sehenswürdigkeit von Seoul noch, nämlich Namsan Tower. Dazu nehmt ihr einfach diesen Bus hier. Der bringt euch quasi direkt auf diesen Turm. Seoul wurde nämlich um diesen Berg gebaut, falls jemand das noch nicht herausgefunden hat, rein zufällig. Und ja, beim Aussteigen dürft ihr dieses natürlich auch nicht vergessen. Und dann seid ihr erstmal hier auf diesem Berg. Man hat hier eine ziemlich gute Aussicht über die ganze Stadt. Ja, ich habe keine Ahnung, ob man auf dem Turm drauf kann, aber ich war auf jeden Fall nicht drauf. Ihr könnt auf jeden Fall noch höher gehen. Und ja, da oben war dann eine Show hier. Dann Mittagessen. Mein Mittagessen besteht aus so einem Onigiri und Orangensaft. Dann geht's auch zurück mit dem Bus. Dann sind wir aber aus irgendeinem Grund in dieser... Naja, ihr seht es gleich. Auf jeden Fall, das ist... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist. Irgend so eine Backrooms-Bus-Garage. Keine Ahnung, wir sind da irgendwie gelandet. Aber wir sind da wieder rausgekommen. Und ja, ich würde mich dann auch langsam verabschieden. Hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.